Wenn ich schaffe, meine Ausdauer komplett zu regenerieren. Und dabei nicht mein Leben zu verlieren. Und ihn dann wieder anzugreifen, ist eigentlich schon fast tot. Ich muss einfach nur ausweichen, rein theoretisch muss ich echt nur ausweichen, so lange, bis ich meine Ultimativkraft machen kann und doch mal machen kann. Es dauert Ewigkeiten, weil es dauert immer 90 Sekunden, aber rein theoretisch wäre das eine Option. Fix und Fix. Bisschen Blut bitte. Dann kratze ich einmal. Das Kratze ist ein wunderbarer erster Angriff übrigens. Den finde ich sehr gut, der hilft mir unglaublich. Aha, er will also, dass ihr Wife wird, habe ich gerade gehört. Nein, verdammt! Oh. Du darfst echt erst in dem Moment loshuschen, wenn er dich angreift und nicht vorher. Und dann passt er sich einfach an mit seiner Richtung. Das habe ich gerade erst gecheckt. Also jetzt sicher gecheckt. Ich habe es vorher schon vermutet, aber jetzt habe ich es eindeutig festsetzen können. Erst huschen, wenn er huscht. Vorher bringt es nichts. Er passt sich meiner Richtung an. Zumindest diese Enge hier. Kann ich ja eh nicht ausweichen, großartig. Aber ich schaff das, Leute. Ich schaff das. Ich bin mir sicher. Und danach freue ich mich wieder. Jawohl. Das ist mein Ziel so aktuell. Ich möchte mich einmal freuen können, bitte. Das lasst ihr mir doch bestimmt, diesen Spaß. Mich freuen zu dürfen. Ist aber immer ein sehr guter Einstieg, dieses Ding. Zweifellos. Ah, fuck. Das war zu lange gewartet bei mir. Ah, fuck, schon wieder. Gibt's doch nicht. Wenn sein Schild da ist, bekomme ich ein Schild weg, wenn ich trinke eigentlich? Scheint so. Naja, es pusht er weg, aber es bringt ihm nicht viel. Ah, Mann. Das habe ich gerade nicht gesehen. Was er das macht. Mein Ausdauer ist voll, so ist nicht. Ich muss nur noch angreifen. Boah, dieser blöde Schild, der hält offenbar auch Angriff von mir zurück. Also er wird nicht mehr zurück... Na? Er wird nicht mehr zurückgeworfen von meinen Angriffen, wenn er den Schild hat. Natürlich unglaublich unpraktisch für mich. Zack. Ah, wie schnell ich denn aktiviert den blöden Schild? Ah, ein Ausdauer. Nix da, Keule. Ich mag das nicht. Greif ruhig an. Gut. Ah, macht er das schon wieder. Nimm das. Das kriegt aber nichts. Wenn er diesen Schild hat, ist er unglaublich resistent gegen einfach alles. Einfach. Ah, oh, fuck. Nein! Was? Ich konnte doch gar nicht reagieren so schnell. Oh. Ich hatte eigentlich gerade das Gefühl, den Kampf ganz gut im Griff zu haben. Aber dieser Schild, den macht er einfach... Kaum ist er weg, macht er einen neuen. Das ist total schlimm. Und wenn ich gerade in der Zeit, wo er den Schild nicht mehr hat, nicht volle Ausdauer habe und nicht gerade auf Distanz, auf sehr dichte Distanz zu ihm bin, kann ich diesen Vorteil nicht ausnutzen, muss wieder warten. Das ist natürlich unglaublich unpraktisch. Aber wenn ich mal in die Verlegenheit komme, sein Schild weg ist und meine Ausdauer da ist, dann kriege ich ihn auch, glaube ich, ganz gut in die Enge getrieben. Wupp. Bap, bap, bap. Ah, ich bin immer zu vorschnell mit den Flockangriffen irgendwie. Zack. Bam. Ah, fuck. Aber der Krallenangriff ist ja auch das Sinnvolle bei ihm, weil er hat ja keine Resistenz gegen Kralle. Er hat ja, oder? Nee, ich habe ja Resistenz gegen Kralle, aber nicht gegen Flock. So rum ist es dann. Warum ist der Angriff hier eigentlich ganz praktisch für mich gerade, weil er eine Distanz, die ich zu ihm habe, überbrückt. Zack, zack, zack. Ah! Fuck! Dachte nicht, dass er angreifen kann gerade. Hat er doch geschafft irgendwie. Mist. Ich brauche eine 20 Angriffsgeschwindigkeitswaffe. 20 wäre gut, ja. Vielleicht kann ich ja auch mal tatsächlich auf eine Schrotflinte wechseln. Die macht ja doch deutlich mehr Schaden. Ich guck mal eben. Ba, 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 ba. 180. Gut, ich meine... Ach! Selbst Level 2 macht ich nicht mehr Schaden. Ich bin eh meistens dicht bei ihm dran. Das Ding hier wäre auf dem nächsten Level bei 264, wie die auch, ne? Ne, die ist besser.
276 und... 576, nicht 2. Ist natürlich ein brachialer Unterschied am Schaden. Ich meine letztendlich aber, wenn ich hiermit zum schieße, ist der Schaden auch raus. Ich bleib jetzt einfach der Pistole, weil die Schrotflinte natürlich noch überhaupt nicht geupgradet ist. Wenn sie es wäre... Ach, schon wieder so ein komischer Marker auf meiner Questmappe. Wo? Ich bin gerade gesehen. Hä, hier ist keiner. Da. In die Richtung. Ach, aber da oben. Ganz, seht ihr das da oben? Zack. Ich kann es nicht entfernen. Ich kann es nicht entfernen. Ich komme da... Hallo, Karte. Ich komme da oben nicht an. Da ist er. Unter diesem... Ihr seht es doch alle, ne? Hier. Da. Tja. Ah, es ist doch nicht wahr. So. Da kann ich es machen. Der Bug nervt einfach ein bisschen. Aber es muss ja ein Bug sein. Das ist ja wohl nicht wahr. Ich mache ja näher dort Marker. Das habe ich anfangs gemacht, ein paar Mal aus Versehen. Aber inzwischen weiß ich ja, wie die Karte bewege. Und ich bin ja auch gar nicht auf der Karte. Bis jetzt trotzdem. Ja. Überraschung, ich bin's. Kennt mich aus Filmen wie Ich war schon mal hier. Oh nein. Geht da gut los hier mit deinem blöden Schild, wa? Na. Nein, Ausdauer. Ausdauer generieren, komm schon. Zack, zack. Zack, zack, zack. Nix ist. Oh, fuck. Mein Krallangriff abgewehrt. Durch pures Ausweichen. Nix ist. Upsala. Ich mag dich übrigens nicht. Whoop. Zack. Ich muss aber geschickter kämpfen. Einfach geschickter. Ich muss Ruhe bewahren. Ungefähr so, so ist gut. Ruhe bewahren ist geil. So. Schwierig ist, wenn ich mich heilen muss, weil da habe ich immer so ein Fenster, wo ich mich nicht wirklich bewegen kann. Hoppala. Ich habe es fast geschafft, habt ihr gesehen? Ich meine, ich hab's und ich will es doch nicht den Tag von Abend loben, aber sieht gut aus. Ah, sieht nicht mehr gut aus. Jetzt sieht es aber schlecht aus. Heilung ist wichtig. Genau, lass ihn mal gehen. Aua. Warte, warte, ich hab was für dich. Oh, es war knapp. Ich verlieg gerade mit der Ultimativkraft, verdammt. Zack, zack, zack. Trinken, trinken, trinken. Genau. Nein, wieso? Was macht... Ich hab 2 gedrückt, außer den Schatz 3. Ich wollte den Clownangriff machen. Aber er hat dann die 2 gemacht wie ein Blutspiel und der hat zu lange aufgeladen. Verdammt, ich war so kurz davor. Aber ich glaube, ich krieg den jetzt besser gebacken. Ich habe echt gerade ein Rezept gefunden. Hab ich das Gefühl. Aber auch hier gilt wieder, ich will nicht zu vorschnell urteilen. Aber ich war gerade so kurz davor. Ist halt typisch, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es euch bei solchen Sachen geht, aber wenn ich eben kurz vom Ziel bin, das habt ihr ja schon oft gemerkt, drehe ich dann noch so ein bisschen durch, denke mir so, jetzt ganz fix machen und dann schaffe ich es auch. Und dann ist eben die Fehlerquote noch extrem erhöht. Mister, oh no, das gibt's doch nicht. Oh Mann, ich... Oh Mann, ich kann gerade gar nichts machen. Ich konnte irgendwie einfach nichts tun. Ich stehe auf und ich werde gehauen. Oh Mann, ich war so kurz davor. Ich habe ihn doch nicht schon tot gehabt. Er war doch eigentlich schon tot. Ich hätte ausweichen müssen, mich heilen müssen. Aber da habe ich auch Angst, weil das Heilen, wie gesagt, macht mich... verwundbar, weil ich auf der Stelle stehe. Ich meine, klar, ich muss mich... Ich habe doch Spritzen. Ich habe doch Spritzen, liebe Leute. Ich glaube, es ist mal Zeit, eine Spritze zu benutzen hier an der Stelle. Stimmt, ja, da war ja was. Genau. Wird sie niemals sein. Oh, ich bleib aber irgendwas hängen hier auch toll. Ah, oh, Mist. Die hat zu viel gemacht hier. Na, komm schon. Zack.
Hast gehört, du bist ein Bastard. Nimm das und das, Bastardskind. Whoop. Ist nicht. Ist aus heute. Ja, hab ich erwischt, verdammt. Ah, verdammt, wie er zu dicht dran gewesen, der Typ. Für meine Heilung. Na? Jetzt haben wir's. Zack, zack. Ah, verdammt, einmal zu dicht ausgewichen. Du hast es gehört, sie will das nicht. Ah. So, jetzt habe ich dich aber. Jetzt haben wir dich. Zack, 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 zack. Ach, das Schild aktiviert. Mittendrin. Mittendrin aktiviert. Das ist mal frech. Wow. Wieder drei Angriffe hier. Ups. Ah, Mist. Du hast sie gehört, die Lady. Warte, ich hab was für dich gleich. In 4, 3, 2, 1. Ah, Mist. Jetzt ungefähr. Muss erstmal heilen, bevor ich angreife. Ich wollte auch machen sollen, glaube ich. Na? Zack. Dich mache ich sowas von fertig, du Fiesling. Zack. 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 Ich bin eben weg, ne? Genau, Asshole. Whoop. Die Heilung ist auf meiner Seite. Da, ah, zu früh, zu früh, viel zu früh. Spritze, ne? Ich vergesse nur eine Spritze. Oh, Mann. Lass mich mal. Spritze mit T. Mit T. Das war die falsche Spritze, glaube ich. Die hat mir nicht wirklich was gebracht. Oh, fuck. Was, bin ich gerade dabei, auf meine ganzen Sachen zu achten, unten links und rechts? Weil die auch wichtig sind gerade. Und dann verliere ich den Gegner aus dem Auge. Unglaublich unpraktisch. Zack. Ah, ich hatte den Spaß. Genau. Wird sie nicht, wird sie nicht. Wird sie nicht. Oh, geht doch. Siehste. Der war fast doppelt so hoch im Level wie ich, ne? Muss ich mal dazu sagen. Kürzlich geführtes Tagebuch. 13. Oktober 1918. Ich habe eine strapaziöse Reise aus Manchester hinter mir und bin gerade in London angekommen. Die Stadt wirkt traurig und verzweifelt. Hier wird es nicht schwer, eine Frau zu finden, die dem Tod entrinnen will. Ich kann es gar nicht erwarten, meine Nachforschung zu beginnen. Schon bald bin ich keine Jungfrau mehr. Aha. 15. Oktober 1918. Die Zelle ist vorbereitet. Jetzt muss ich nur noch die richtige Kandidatin finden und sie hineinschaffen. Es wird eine schöne und einfühlsame Frau mit sonnigem Gemüt sein. Ich habe meine Überzeugungskünste bereits an einigen Frauen ausprobiert und sie haben gewirkt, jedenfalls meistens. Aber meine zukünftige Braut soll nicht unterwürfig sein. Ich werde meine Macht nur einsetzen, um sie herzubringen. Dann werde ich ihr mein Vorhaben erklären und sie einwilligen lassen. Das ist wichtig. Meine Lady soll aus eigenem Willen meine Frau für die Ewigkeit werden. 17. Oktober. Ich glaube, ich habe eine perfekte Partnerin gefunden. Ihr Name ist Louise. Sie ist Kellnerin in einem Wirtshaus und ziemlich bezaubernd. Ich liebe es, wie sie in dieser Bar die Drinks serviert. Ah, unverwüstlich und stolz. Ich bin sicher, sie wird mein Angebot annehmen. Sobald sie mein ist, sobald das Vampirblut ihre Metamorphose herbeigeführt hat, wird ihr Gesicht verheilen und ihre Narben werden verschwinden. Dann wird sie die makellose Schönheit sein, die ich momentan in ihr sehe. 18. Oktober. Ich verstehe es nicht. Louise verweigert sich meinem Angebot. Warum nur? Ich habe ihr versprochen, dass sie nie zu etwas zwingen würde. Vielleicht lasse ich sie etwas hungern, dann wird sie verstehen, dass ich die einzige Wahl bin. Zack. 85 XP, was? Ich habe das 50-fache davon erwartet. Und war 5. Für den Kampf gab es 5. Wie immer. Super. Hallo. Erstmal da. Oh, Niti wieder. Ich hab echt geschafft, den Vampir und so. Are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed.
I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Ja, dann such das mal. Goodbye, Moment, stopp! Bist du... You should return to us. Thank you for... Bist du irgendwie... Kopfschmerzen. Da hab ich... Ich kann nicht. Geht hier wohl nicht. Goodbye. Gott!